ist im Breitenstand mindestens, eigentlich im Reiterstand. Macht das so, wie es angenehm ist. Dieser Reiterstand wäre schön, also ein bisschen breiter als der Breitestand. Aber es ist unüblich für die Knie. Also seid sehr vorsichtig damit. Wichtig, ich nehme immer das linke Handgelenk nach innen. Schultern locker, Luft unter den Achseln. Lasst diesen Raum hier vorne auch recht groß sein. Ja, noch angenehm, aber nicht zu eng. Ja, auch nicht zu weit, das muss nicht sein, aber so, dass ihr merkt, ihr könnt freier atmen, locker, benutzt diese Mittelstellung immer zum Weichwerden, zum Entspannen. Die Schulter ist locker, der Ellenbogen hängt, das Handgelenk ist locker, der Finger ist aufrecht, der Daumen, ihr guckt auf dieses hier, selber, auch die Finger, die da zusammenkommen, hängen auch eher. Diese Hand ist auch locker, aber so in Mitte des Körpers auch genug Raum. Und dann einmal zur Seite blicken, der Oberkörper dreht sich fast gar nicht, nur der Kopf. Einmal über den Zeigefinger etwas in der Ferne wirklich anvisieren mit den Augen, zurück auf den Zeigefinger und weich mit dem Blick werden und den Arm langsam, das Handgelenk vor das andere kommen lassen und dann geht wieder das innere Handgelenk nach rechts in diesem Fall. Schauen über den Zeigefinger, entspannen, Blick entspannen zur Mitte, einmal in dieser Position entspannen. Vergesst das Atmen nicht. Atmet, wenn es geht, in den Unterbauch. Schultern locker. Also wenn die Form einigermaßen klar ist, dann geht es nur noch darum, weich zu bleiben. Immer weiter zu entspannen. Bei sich bleiben, vollständig atmen, das reicht schon. Und abschließen. Und meistens nehme ich mir auch hierfür noch 3 Atemzüge Zeit zum Nachspüren.